So, hallo, mitten im Tierheimgeschehen. Hier wird Futter eingesammelt, das übrig geblieben ist, und die Futternäpfe gewaschen. Unsere fleißige Kitty macht das. Unsere Greta putzt den Kot weg. Ildiko gibt Wasser. Und ich gehe jetzt langsam zurück zu unseren Kollegen von Mentor Dogs, die jetzt die Bauarbeiten machen. Es ist ein Stress natürlich für die Tiere, dass hier ständig Lärm ist und unbekannte Geräusche wie das Sägen oder Bohren oder Schleifen. Und da ist die Moni. Hallo. Und unser Harald. Und wie ihr sehen könnt, ist halt hier jetzt ein Schweißgerät mit dem Roland dahinter, der uns die Zwinger. Hallo Roland! Der uns die Wände verstärkt. Und hier oben ein Helfer, der uns die Zwinger zudeckt, dass es Sprungschutz gibt. Und ihr seht auch Zaungäste hier, die an sich ganz gut das aushalten. Trotz allem ist nicht zu unterschätzen, dass es viel Stress bedeutet, wenn solche Bauarbeiten passieren. Das ist unser lieber King. Der wartet schon verzweifelt seit Jahren auf ein Zuhause, die Elsa, der es wieder gut geht. Toller Hund. Ja. Und das ist der Matzo, mein lieber Matzo. Und seine Freundin. Ja. Und wie ihr sehen könnt, ist hier schon der Sprungschutz fertig. Die Wände verstärkt, wenn man sich das anschaut, gibt es halt hier schon wirklich Festigkeit und Sicherheit. Der erste Zwinger auch mit dem Boomer. Der Boomer. Ne, komm her, mein lieber Boomer. Ein ganz ein schöner. Komm her, Herzi. Ja. Jetzt gehe ich hin einmal zu unserem Lucky, der sehr schwer verwundet war. Schauen wir mal, was er macht. Das ist der Lucky. It is. Das ist der Lucky. Hallo Lucky. Weicher, weicher. It is. Ein richtig starker Kerl. Einzelplatz, Schutz, Herdenschutzhund und entsprechend nur zu Leuten, die auch mit sowas gut umgehen können. Ein starker, eigenwilliger, aber an sich lieber Hund. Geherzi, ja. Den macht natürlich das ganze Geräusch auch ein bisschen fertig. Ja, und dann habt ihr einen Überblick. Was wir hier tun. Und wir danken euch, wenn ihr euch beteiligt mit Hilfe, damit wir das alles natürlich auch zusammenbringen. Weil ohne Geld kein Material. Sagt mal, was wir heute gekauft haben. Und liebe Grüße aus dem Tierheim. Ich schon im schon. Bitte das größere. Ja, sofort, du noch ein bisschen größere brauchen wir, das ist ein großer Schädel.